Und dann hast du im Prinzip ein fertiges System. Das heißt, die Webseiten, die sind so gemacht, dass sie das Ziel erreichen. Wir haben ein E-Mail-Follow-up, was ich glaube aktuell 33 Mails umfasst, die so geschrieben sind, dass sie das Ziel verfolgen, ja, dass sie den Menschen dabei helfen, in deinem Business einzusteigen. Das heißt, du musst es nur noch nach einer Anleitung einrichten. Die haben wir für dich vorbereitet, ist super easy und kannst im Prinzip schon loslegen, online dann Kontakte zu generieren, kannst Werbeanzeigen dort draufschalten etc. Ja, so ganz kurz für alle diejenigen, die aber vielleicht auch jetzt heute hier sind und ja gerne eigene Landingpage aufbauen wollen. Es gibt im Prinzip 8 Elemente, die du da drauf haben solltest. Das ist einmal die Überschrift, ja, also eine zentrale Headline. Da solltest du präzise auf den Punkt kommen. Du solltest klar formulieren, worum es auf der Seite geht, weil das ist das, was die Menschen als erstes lesen. Und wenn die Headline ansprechend ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Menschen weiterlesen, relativ hoch. Dann brauchen wir ein Bild oder ein Video, häufig auch Hero Shot genannt, ja, was halt sofort ins Auge sticht, ja. Dann eine Vorteilskommunikation. Du musst also auf der Webseite ganz klar, am besten schnell, präzise in Form von Bullet Points kommunizieren, welchen Nutzen der Besucher davon hat. Ja, wenn er jetzt seine Kontaktdaten einträgt zum Beispiel. Was nicht schaden kann, sind Vertrauenselemente wie TÜV-Siegel, Geld-Zurück-Garantie etc., wenn man zum Beispiel Produkte verkauft oder Testimonials, Bewertungen, Referenzen, was sagen andere über das Produkt, über dich als Person, über die Firma. Ja, je mehr du davon hast, umso besser. Natürlich, wenn sie positiv sind. Du musst aber auch wissen, was für Probleme haben denn deine Besucher, welche Einwände haben die, ja, was lässt die Besucher zögern. Ja, so, und wenn du die auf der Webseite schon ansprichst und behandeln kannst, umso besser, ja. Dann schadet es nicht, wenn du einen Frage-Antwort-Bereich hast, wo du die häufig gestellten Fragen beantwortest. Und dann braucht man natürlich einen klaren Call to Action, also einen Aufruf zum Handeln. Was sollte der Besucher jetzt genau als nächstes tun? Ja, bei uns ist es dann in dem Fall, wenn wir den Lead generieren wollen, den Kontakt, die Eintragung der Kontaktdaten beziehungsweise mindestens E-Mail-Adresse.